Schneetreiben und gefrorene Straßen. Das hält die Haushammer heute nicht vom Kirchenbesuch ab. Wenn schon einmal ein großer Star kommt. Auch Musikschulleiter Erich Kogler hat eine Karte fürs Konzert. Er sei aber kein Heino-Fan. Der war immer irgendwie schon da. Das ist so ein bisschen wie die Queen. Und natürlich auch, er ist Kult, eine Legende und ja, Ikone, möchte ich fast sagen. Ja, es ist toll. Es ist erstens die deutsche Sprache sehr gut eingesetzt, meiner Meinung nach. Und halt auch, also mich interessiert das sakrale Programm jetzt eben auch, weil es ist jetzt ungewöhnlich und dadurch auch sicher interessant. Ungewöhnlich ist das Zusammentreffen von Schlager und Kirche. Einen passenden Fanshop gibt's für beide. Die Kirche ist voll, als wäre schon Heiligabend. Hier ist für Sie, meine Damen und Herren, Ihr Heino. Festliche Lieder von Beethoven, Mozart und Schubert. Heinos verstorbene Frau Hannelore hatte die Idee zu den Kirchenkonzerten. Ihr Tod ist noch keinen Monat her. Trauer auf der Bühne, für den Gemeindepfarrer gut nachvollziehbar. Wie soll man Trauer anders bewältigen? Und ich denke, dass das, wenn man es dann ja, gemeinschaftlich tut, also mit Fans, mit Menschen, die einem wohlgesonnen sind, dann ist das schon wirklich eine gute Möglichkeit, die Trauer auch aufzuarbeiten. Mit dabei die Norwegerin Anita Hegerland, bekannt als Kinderstar aus den 70ern, an der Seite von Roy Black. Franz Lamberts elektronische Orgel klingt wie ein ganzes Orchester. In der Schlagerwelt nicht ungewöhnlich. Gewaltig. Also ich finde es interessant. Das ist eine andere Herangehensweise an Musik, wie ich normal gewohnt bin oder wie ich normal mache. Aber ich finde es also respekteinflößend. Vielleicht wird Musiker Erich Kogler ja doch noch Heino-Fan, so wie andere in der Gemeinde. Sehr emotional, weil doch viele Lieder Erinnerungen wecken. Er hat's drauf. Ja, super Stimme, man ja. Macht so viele verschiedene Sachen. Das Vergangene steht semmelblond vor uns und singt die alten Lieder. Und deshalb, meine Damen und Herren, erspare ich Ihnen und mir ein Weihnachtslied von diesem Heino.